Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Olesja vom YouTube-Kanal Olesjas Welt und ich zeige euch heute mal wieder einen neuen Make-up-Look. Und zwar handelt es sich heute um einen neuen Trend diesen Sommers, Sommer 2020, und zwar Aquarell-Eis. Das heißt ein Augen-Make-up-Look in pastellfarbigen Tönen, vor allem in so bläulichen, türkisenfarbenen Tönen. Man kann es natürlich auch mischen mit Grün und Rosa und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der auf dem Catwalk beobachtet wurde. Und ich habe mir gedacht, ich schminke heute für euch einen Look dazu. Und alle Produkte, die ich benutze, findet ihr natürlich bei dem DM online oder auch in den Geschäften. Und wie ihr schon seht, habe ich mich schon teilweise vorbereitet und mir fehlen eigentlich wirklich nur noch die Augen für das komplette Make-up. Und ich zeige euch mal, welche Paletten ich dazu ausgesucht habe und dann eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die drei großen Paletten, die ich dafür absolut sehe, weil sie sehr schöne bläuliche und roséfarbene Töne haben, sind auf jeden Fall einmal diese schöne Palette von BH Cosmetics. Sehr, sehr schöne Sommerfarben mit einem Spiegel wieder. Schöne Pastelltöne, wie man hier sehen kann. Matte, aber auch schimmrige. Die nächste Palette mit auch sehr passenden Tönen ist einmal von Maybelline, und zwar die Nudes of New York Palette. Und die hat so bräunlichere Rosé-Töne. Das wird mir auch sehr, sehr gut passen für die Lidfalte, um den Look vorzubereiten. Und die dritte Palette ist ebenfalls von BH Cosmetics, und das ist die Beautiful in Barcelona Palette. Und hier gibt es auch diese sehr, sehr schöne Farben, matte wie auch schimmrige. Dieses Blau da oben in der Ecke finde ich auch ziemlich cool. Mal gucken, ob ich das irgendwie einsetzen kann. Was bei diesem Make-up-Look natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man das Augenlid perfekt vorbereitet. Also, dass man zum Beispiel einen Concealer aufträgt, der schön alles abdeckt, oder zum Beispiel auch einen Lidschatten, einen Creme-Lidschatten, der in dem ähnlichen oder gleichen Ton ist wie das Puder, was ihr später darauf auftragt, also den Puder-Lidschatten. Das wird auch sehr gut passen, denn die Farbe wird schön intensiviert, weil manche haben ja schon so bläuliche Äderchen oder so oder ein bisschen gräulicheren Farbton des Augenlides. Und wenn die Lidschatten auch nicht sehr deckend sind oder nur leichter, dann kommt es gar nicht so rüber, ne? Und bei diesem Aquarell-Look, mit diesen Pastelltönen, das sind zwar sehr weiche, so cremige Töne, aber die soll man ja trotzdem schön sehen. Also die Pigmentierung soll da durchkommen. Deswegen ist die Vorbereitung des Augenlides sehr, sehr wichtig. Ich habe hier zwei Creme-Lidschatten, die auf jeden Fall perfekt passen. Und da sind hier welche von L'Oreal. Einmal so ein roséfarbener Ton in der Farbe Opal Pink. Und dann einmal die Farbe, so eine bläuliche Farbe, Celestial Blue, wenn ich es richtig ausspreche, so wie immer. Also das Blau ist die Farbe 03 und das Rosé die Farbe 02. Das werde ich auf jeden Fall auch auf meinem beweglichen Augenlid benutzen. Aber für die Vorbereitung in der Lidfalte, wie ich schon eben gesagt hatte, werde ich so bräunlichere Töne benutzen. Und dazu nehme ich auf jeden Fall die Maybelline Palette. Und hier nehme ich die Farbe Creator und Artist gemischt. Das sind beides matte Töne, und gebe die in meine Lidfalte. Und dann gehe ich als nächstes in diesen roséfarbenen Cremeton und nehme dazu so einen flacher gebundenen Pinsel, damit ich besser das übertragen kann. Also keinen fluffigen wie eben. Von dem inneren Augenwinkel bis zur Mitte meines Augenlides. Und diese Lidschatten übrigens, diese Creme-Lidschatten, die ich gerade auftrage, die sind von L'Oreal aus der Age Perfect Reihe. Und die sind einfach super, falls ihr wirklich viele Fältchen habt oder überhaupt Fältchen habt auf dem Augenlid, weil die helfen, dem Produkt nicht in die Fältchen zu kriechen. Also ihr seht am Ende des Tages nicht gestreift aus auf den Augen, sondern die sind wirklich richtig gut, diese Lidschatten. So, und wenn ich das aufgetragen habe, diesen Cremeton, werde ich direkt darüber einen Puderlidschatten auftragen, damit das gleich schön drauf geht und möglichst viel Pigment abgibt. Und hierzu nehme ich die erste BH Cosmetics Palette, die ich gezeigt habe, und ich nehme die Farbe Bright mit einem anderen Pinsel, auch einem flacheren, aber etwas fluffigeren. Und das gebe ich dann direkt darüber, wo ich den Creme-Lidschatten aufgetragen habe. Und als nächsten Schritt werde ich den Blauton anknüpfen, und zwar von außen. Und dazu mache ich das wieder genau gleich. Ich nehme wieder den Cremeton hier außen hin und dann einen blauen Puderlidschatten darüber. Und bei dem blauen Lidschatten entscheide ich mich für einen von L'Oreal. Das ist ein so ein einzelner Lidschatten, und das ist die Farbe Ruthless
So in etwa. Und danach werde ich nochmal meine Lidfalte korrigieren und nochmal mit der gleichen bräunlichen Farbkombi drüber gehen und nochmal hier das Ganze ausbessern. So, und damit der Übergang hier nicht so hart ist, werde ich vielleicht mit einem kleinen Schimmerton mit dem Finger drüber gehen, das nochmal so auftupfen, damit es ein bisschen weicher ausschaut. Und hier werde ich nochmal in diese Farbe reingehen. Das ist so ein sehr schönes Rosé-Mauve. Da gehe ich ganz leicht mit dem Ringfinger darüber und tupfe das dann genau auf den Übergang, um das so ein bisschen weicher zu machen. So in etwa. Wenn ihr das Ganze noch mehr betonen möchtet, könnt ihr jetzt noch einen Lidstrich ziehen. Dazu habe ich zum Beispiel einen von Maybelline New York Hyper Easy Brush Tip Liner. So, und mit dem werde ich mir einen kleinen Flick ziehen. Und für die Mascara benutze ich übrigens die Lash Sensational Full Fan Effect Mascara von Maybelline New York. Und das wäre eigentlich schon der fertige Look. Also eigentlich ganz, ganz easy. Die Technik ist ungefähr so ähnlich wie auch sonst bei den Lidschatten, die ich so auftrage. Aber die Farbauswahl ist eben das, worauf es ankommt. Und zwar Pastelltöne. Und ich finde, dass es eigentlich auch ganz schön aussieht. Das ist nie so zu stark, nicht zu aufdringlich, aber trotzdem sehr schön. Matte Pastelltöne sehen immer schön aus, gerade im Sommer und Frühling. Ich hoffe, dass euch das Tutorial gefallen hat. Hinterlasst da gerne einen Kommentar. Schreibt mir ein Feedback, gebt mir ein Feedback sehr gerne. Falls ihr Videowünsche habt, sind sie auch immer sehr herzlich willkommen. Und jetzt danke ich euch sehr fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!